Moin, 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 Leute, und ein kräftiges Moin, moin, hinterher. Ich habe mal diesen besser essen, Leben leicht gemacht. Gut, für den DS. Das war eigentlich, wie öfter schon erwähnt, günstig. Und gesagt, kann ich mal. Und das sogar hinten und vorne, ja. ProSieben-Werbung drauf. Da. ProSieben-Logo ist drauf. Was steht hier? Lebensmitteldatenbank mit Nährwert Angaben über 5000 Produkten. Der Food Mixer ist das besondere extra Mini-Game für zwischendurch. Wissenschaftliche Infos gibt es dann noch dazu. 100 leckere Gerichte, individuelle Diätziele. Ja, Diätziele brauche ich jetzt nicht, aber es gern hätte. Hier sind irgendwie Sicherheitshinweise. Hinten sieht so aus. Vorne so. Wichtig, dieses Produkt ist durchs Internet zusammen Kopiergeschützt. Ja, okay, das war jetzt nicht so wichtig. Dann haben wir hier Einleitung zum Buchblatt, aber leider nur mit schwarzen Seiten. Schwarz-weiß. Oh. Richtig dickes Buchblatt. Das ist nur Deutsch. Selbst jetzt sind Quelles drinne. Wer das alles gemacht hat und so. Da haben sich mal richtig, richtig, richtig Mühe gegeben. Ja, dann jetzt was stand da. 100 leckere Rezepte drin sein. Also, ich habe nichts dagegen. So sieht das 3DS, das DS-Spiel aus. Besser essen, Leben leicht gemacht, steht nur drauf. Ja, also Design gibt es heutzutage nicht mehr so gut. Aber dass da so ein Buchlet bei ist, ein kleines Heftchen, das heute schon eine Seltenheit ist. Ja. ProSieben. Irgendein komisches Ansatzzeichen. Save One Intermedia. Also Siegzeichen. Die Verwendung von naja, Spiel ist von 2009, steht hier drauf jedenfalls. Und ja, also es können Fehler auftauchen, wenn man Raubkopien benutzt, irgendwas steht. So. Habe ich mir gerade mal durchgelesen, aber ist ja auch egal. Weil man spielt alle Original.
von 2009. Und ja, Spiele und Handbuch auf Deutsch. Okay. Von 2009, das ist schon etwas älter, es ist schon 13 Jahre alt. Aber wieso nicht mal ein älteres Spiel holen? Ich bin einer. Es geht beim Spiel mir nicht um die Grafik, das Spiel muss Spaß bringen. Was bringt mir ein Spiel, was super hammergeile Grafik hat, aber richtig mir nicht gefällt und ich richtig scheiße finde? Darauf kommt es immer an. Naja, na, dann genug gelabert über das Spiel. Bis denne und auf Wiedersehen. Eure GEMA-Uhr.